Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag den Hagel. Heute bei strahlendem Sonnenschein, zugegeben in einer etwas gesetzteren Atmosphäre, aber nicht minder bewegenden Atmosphäre mit dem Plenarsaal des Baden-Württembergischen Landtags im Hintergrund und freue mich jetzt auf eure Fragen. Ja, Silvia Butschers, das Tolle an meinem Job, der ja im Grunde zwei Jobs sind, ist, dass ich kreuz und quer im ganzen Land herumkomme und als Abgeordneter unsere gemeinsame Heimat, der Alb-Donau-Kreis, hier in Stuttgart auch repräsentieren kann, mich für die Menschen einsetzen kann. Das finde ich ganz super. Ist auch für mich persönlich eigentlich eine ganz besondere Ehre, im Alb-Donau-Kreis und die Menschen im Alb-Donau-Kreis vertreten zu können und auf der anderen Seite als Generalsekretär da auch mitzuwirken, dass die CDU da in die Zukunft geht, personell und auch inhaltlicher, und das macht mir echt ziemlich viel Freude. Zunächst finde ich es super wichtig, dass man da auf Stimmungen und Meinungen auch der Basis, auch der Menschen extrem hört. Und da begegnet uns schon immer wieder, dass die Frage der frühkindlichen Bildung ganz arg wichtig ist. Für uns als CDU Baden-Württemberg ist da entscheidend, dass Kommunen selber darüber entscheiden können. Und da ist die Wirklichkeit in Baden-Württemberg sehr unterschiedlich. Wir haben Kommunen, da ist frühkindliche Bildung, Kindergarten, Kita umsonst. Wir haben andere Kommunen, da ist es zum Beispiel ins Einkommen gestaffelt. Und es gibt wieder andere Kommunen, da ist es ein fester Preis. Das halte ich für super wichtig, dass die Kommunen selber darüber entscheiden dürfen, weil überall in Baden-Württemberg, in jeder Kommune, ist die Anforderung an frühkindliche Bildung im Grunde eine andere. Und deshalb ist dieses Prinzip der Subsidiarität, also dass Kommunen selber entscheiden dürfen, wie sie es vor Ort machen, enorm wichtig. Und durch den Pakt für frühkindliche Bildung versuchen wir auch als Land Baden-Württemberg finanziell die Gemeinden da gut auszustatten. Klar ist in dem Zusammenhang auch die Frage des Länderfinanzausgleichs, wo es schlicht nicht sein kann. Es ist eine Unmöglichkeit, dass andere Länder Kita-Gebühren für ihre Kommunen abschaffen und wir aus Baden-Württemberg das mit Milliarden über den Länderfinanzausgleich finanzieren. Deshalb muss der Länderfinanzausgleich auch zwingend abgeschafft werden, dass das Geld auch in Baden-Württemberg zur Verfügung steht. Für die CDU in Baden-Württemberg ist völlig klar, dass wir ohne Wenn und ohne Aber zum freiwilligen Polizeidienst stehen und vor allen Dingen zu den Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier für den freiwilligen Polizeidienst engagieren. Weil für uns eines über allem steht, dass genau diese Unterschiedlichkeit der Lebenswirklichkeiten und diese Unterschiedlichkeit der Berufsbranchen etwas ist, wo unsere Polizei auch bereichert. Deshalb haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart mit unserem grünen Koalitionspartner, dass wir den freiwilligen Polizeidienst auf eine neue Grundlage stellen und auf unserem letzten Landesparteitag auch als CDU Baden-Württemberg mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass unsere Polizisten, die im freiwilligen Polizeidienst unterwegs sind, auch in Zukunft Uniform und auch Waffe tragen sollen, weil wir genau für diese Leute, die sich bereit erklären, für unser aller Sicherheit hier in ihrer Freizeit unterwegs zu sein, nicht dulden, dass sie da als Hilfspolizisten oder Hilfs-Sheriffs diffamiert werden. Für uns sind diese Menschen wertvoll und die wollen wir auch mit aller Kraft unterstützen. Ja, Herr Frau Schroff, Ihre Frage mit DSGVO ist eigentlich völlig richtig, weil auch wir als Abgeordnete, aber auch wir als Partei da ganz, ganz starke Einschränkungen in unserer Arbeitsweise haben. Und so kann ich nur sagen, uns nervt das ganz genauso, wie Sie es auch nervt. Allerdings ist in der Frage gar nicht so sehr die Abschaffungsthema, sondern die Umsetzung. Weil in ihrem Kern hat die DSGVO eigentlich schon einen guten Ansatz. Nämlich, sie möchte ja, dass die Bürger, die Menschen in unserem Land geschützt sind vor der großen Datensammelwut von internationalen Konzernen, aber auch Datensammelwut von Behörden. Und das finde ich eigentlich schon richtig, dass man sensibel umgeht mit den Daten auch von den Menschen. Und deshalb ist die Umsetzung in nationales Recht für uns so von entscheidender Bedeutung. Da kann ich nur sagen, da sind wir dran. Als CDU Baden-Württemberg haben wir da auch auf unserem Landesparteitag beschlossen, dass wir hier eine Vereinfachung, eine Verschlankung wollen, dass es schnell und effizient und ohne große Bürokratie geht. Diesen Antrag wollen wir auch beim Bundesparteitag einbringen, weil die DSGVO soll Ehrenamtliche, soll Unternehmen und soll auch Privatleute in unserem Land nicht hemmen, sondern schützen. Darum ist die Umsetzung in nationales Recht entscheidend. Und hier wird der Gesetzgeber auch eine Gesetzesvorlage machen im Deutschen Bundestag,
der Privatleute und Vereine auch vor der Industrie der Abmahnanwälte schützt. Und ich glaube, das kann dann beides in Einklang bringen, dass wir die Bürger schützen, aber nicht durch Überbürokratie belasten.